Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal Brevels Pudelrudel. Schön, dass ihr dabei seid. Heute haben wir einen Ausflug gemacht an den Weserstrand mit unserem Arti und der kleinen Philly. Nutzen das gute Wetter aus. Ihr seht, es ist sonnig, es ist warm, es ist Sommer und wir haben Ebbe. Wir sind in Oberhammelwaden. Ja, der Ort, der heißt wirklich so. Mag man nicht glauben, könnt ihr mal googeln. Diesen Ort gibt es wirklich. Befindet sich an der Weser, kurz vor Brake. Und ihr seht, ein idealer Strand für Hunde zum Toben, zum Rennen, zum Laufen, zum Auspowern. Hier dürfen die Hunde Hunde sein, hier sind die Menschen Menschen. Ein idealer Ort, um mit seinen Buffels einfach mal einen Tag Auszeit zu genießen. Und auch andere Hunde hat es dort in Mengen, aber alle verstehen sich prächtig, toben miteinander. Aber seid euch eins gewiss, sauber bleiben eure Hunde nicht. So, jetzt haben wir langsam wieder auflaufend Wasser. Das werdet ihr nachher auch nochmal sehen. Oh, guck mal, ein Hund ist schon mal ganz nass. Wer hätte gedacht, dass die Philly einfach so durchs Wasser tobt. Wir nicht, aber sie macht es. Dem Arti ist das noch nicht ganz so geheuer. Und wie ihr seht, sie können das Toben nicht lassen. Warum auch? Dafür sind wir ja auch da. Wichtig ist natürlich nur, dass man zwischendurch bei diesen warmen Temperaturen immer mal wieder eine Pause macht, ein schattiges Plätzchen hat, wo sich die Hunde und wir natürlich auch uns ausruhen können, ein wenig abkühlen können und auch Wasser zum Trinken ist da eine ganz wichtige Geschichte. Man sollte auch so ein bisschen aufpassen, dass die Hunde nicht zu viel Sand fressen. Bei dem ganzen Getobe passiert das natürlich. Das bekommt dem Hundebauch nicht so wirklich gut. Da gehen wir wieder ins Wasser. Einmal Füße abkühlen. Aber es muss noch weiter getobt werden. So, hier seht ihr. Einen Moment Pause. Einen Moment Ruhe. Einen Moment abkühlen. Einen Moment Ruhe genießen. Dort am anderen Ufer, das ist nicht das andere Ufer der Weser, sondern das ist eine Insel mitten in der Weser, nennt sich Haria Sand. Und ihr seht, es ist hier traumhaft schön. Wie ein Urlaubstag am Meer. Nicht, Arti? Wie ein Urlaubstag am Meer. Da kommt das Wasser schon langsam immer näher. Ist das gut hier, Arti? Arti findet das alles ganz spannend. Nicht wahr, Arti? Schön ist das hier. Ideal für euch. Ideal für euch. Und auch die Philly hat sich ein wenig Sand zur Seite geschaufelt und kühlt sich den Bauch. Aber wir sind ja nicht nur zum Rumfaulenzen da. Jetzt geht's einmal nochmal ab ins Wasser. Es ist ganz seicht abfallend. Das heißt, man kann sehr weit hineinlaufen, bis einem das Wasser zum Bauchnabel reicht. Und da seht ihr, der Arti, der hat sich doch dazu überreden lassen, ein wenig tiefer ins Wasser zu kommen. Und jetzt guckt mal, die Philly. Die Philly? Die Philly schwimmt. Wer hätte das gedacht? Das hätte ich von ihr jetzt so schnell nicht erwartet. Das macht sie gut. Und erstmal ausschütteln. Aber ich glaube nochmal, da haben die beiden im Moment gar keine Lust zu. Also, da habt ihr einen begossenen Pudel. So sehen die dann aus. Aber das trocknet alles wieder.
Und hier gibt es so viel zu entdecken. So viel zu erschnüffeln. Und schaut mal, das Wasser, das hat uns schon fast erreicht. Jetzt wird das so ganz langsam Zeit, darüber nachzudenken. Vielleicht wieder zurück zum Auto zu gehen, bevor wir zum Auto schwimmen müssen. Guckt mal, wie dicht das Wasser an der Fili dran ist. Hörst du die Sandflöhe husten? Und los geht's, da packen wir zusammen, auf geht's, ab nach Hause. Ja, und wer das Prevelsche Pudelrudel kennt, der dürfte jemanden vermisst haben. Denn die Amy, die war gar nicht mit dabei. Die Amy ist zu Hause geblieben bei unserem Sohn. Warum? Und wo da das schöne kleine Geheimnis ist, warum sie nicht dabei war, das erfahrt ihr im nächsten Video. Bleibt dran. Es wird schon morgen online gehen. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Bleibt uns treu. Bis morgen und seid mal ganz tüchtig gespannt. Ciao, ciao.